Wir sind hier in Stuttgart und der Kongress hat wie jedes Jahr die Aufgabe und das Ziel, die ganze Breite des Fachgebietes abzudecken. Das ist die primäre Aufgabe und zwar hinsichtlich neuer wissenschaftlicher Daten, die dann auch entsprechend diskutiert werden. Wir haben freie Vorträge, wissenschaftliche Symposien und so weiter. Wir haben aber auch Fortbildungsveranstaltungen, um die Leute wieder abzubringen über Gebiete, mit denen sie vielleicht nicht so viel beschäftigen. Wir haben auch seit dem vergangenen Jahr die Debatten mit kontroversen Themen. Das sind so die Hauptelemente, die bei dem Kongress vorhanden sind. Ja, man kann natürlich heute viel Wissen per Internet austauschen über verschiedenste Medien. Aber ich glaube, das persönliche Zusammenkommen, wirklich über Dinge sprechen zu können und irgendwie gemeinsam sich in die Augen zu schauen und Vertrauen zu haben und sich auszutauschen, das ist nochmal etwas Besonderes. Und so eine Fachgesellschaft muss auch davon leben, dass man sozusagen sich trifft und zusammen ist und nicht nur irgendwie kommuniziert über diverse moderne Medien, was wir eh auch genug tun. Ja, mit den Leuten zu reden, ein bisschen Karriereplanung zu machen und diesen Studententag, der sehr gut ist, mitzumachen, ist schon spannend. Ja. Es hat den Vorteil, vor allen Dingen die Fortbildungsangebote zu nutzen und sich auszutauschen. Sowohl im Thema Bekanntschaft beschließen, Networking, als auch Fortbildung, auf jeden Fall sehr interessant und unbedingt zu empfehlen. Also einer meiner Favoriten waren die indolenten Lymphome. Da hat sich jetzt in der letzten Zeit viel getan. Und da habe ich jetzt auch noch einiges für meine Arbeit mitnehmen können. Der Kongress macht Sinn, weil es besser ist, wenn man mit den Experten auch ins Gespräch kommt und direkt Fragen stellen kann und die dann auch beantwortet bekommt. Ein Highlight war natürlich, dass ich eingeladen wurde, einen Vortrag zu geben und deswegen eine Plattform im Prinzip für mich geboten wurde, die ich normalerweise nicht habe. Gerade findet die sogenannte Posterdiskussion statt und da stellen Doktoranden oder Forschungsgruppen ihre Forschungsergebnisse aus. Natürlich war es viel Arbeit, aber die Arbeit hat sich gelohnt und wir sind stolz, dass wir heute das Poster vorstellen durften. Neben der Jahrestagung selbst feiern wir eben in diesem Jahr das 80-jährige Bestehen der DGO. Sie wurden 1937 gegründet, wir haben jetzt 80 Jahre. Und der Vorstand hat nun beschlossen, eine Dokumentation vorzulegen, noch keine komplette Geschichte, sondern eben Fundstücke aus dem DGHO-Archiv, wo nun versucht wird, aus allen Jahrzehnten repräsentative Dokumente, Briefe, Protokolle und so weiter darzustellen. Es freut mich sehr, dass wir im kommenden Jahr vom 28. September bis zum 2. Oktober in Wien im Austria Center die Jahrestagung unserer drei Fachgesellschaften organisieren können. Das heißt, mein Team wird sehr intensiv mit allen drei Fachgesellschaften zusammenarbeiten und wir freuen uns sehr, dass wir ein spannendes Programm für 2018 zusammenstellen können.